I am the Jochen and this is the Frühsport für Mittwoch, den 14. April 2021. Schönen guten Morgen. Das Wichtigste vorneweg, ich bleibe. An allen anderen Spekulationen beteilige ich mich nicht. Ich habe noch Vertrag hier beim Frühsport. Ich bleibe. Wer nicht mehr bleibt, sind die Bayern in der Champions League. Die sind nämlich raus. Der Titelverteidiger ist gestern Abend gescheitert. Ihr habt es vielleicht am Rande mitbekommen. Verloren haben sie zwar nicht in Paris. Gegenteil, haben sogar gewonnen, aber eben zu knapp. 1-0 haben sie nur gewonnen. Sie hätten zwei Tore gebraucht. Und so jubeln im Endeffekt dann für eine gelungene Revanche die Franzosen, die damit im Halbfinale erneut stehen. Ebenso wie der FC Chelsea. Der hat auch sein Rückspiel verloren gegen Porto mit 0-1. Tolles Tor übrigens für Porto. Das hat aber auch nicht gereicht, weil auch da war der Hinspielsieg dann doch schwerer wiegend. Und damit also Thomas Tuchel und seine Truppe im Halbfinale. Er wird jetzt dort nicht gegen PSG spielen, das ist ja schon gelost. Aber das wäre eine interessante Finalkonstellation. Gibt ja so ein paar Möglichkeiten, die dann doch einen gewissen Reiz auch hätten. Und ich finde, Tuchel gegen den Arbeitgeber, mit dem er noch die Vorrunde gespielt hat, dann mit der neuen Truppe im Finale, das hätte was. Aber bis dahin ist noch eine ganze Menge Wasser, was den Rhein, sagt man nicht, die Seine runtergeht oder die Themse, wo auch immer man das sehen möchte. Ganz mäßige Moderation gerade, tut mir leid, aber ich bleibe. Ganz wichtig, auch wenn die Moderation heute nicht so doll ist. Champions League gibt es heute Abend, die anderen beiden Viertelfinals. Dann werden wir eben sehen, wer diejenigen sind, die dann Paris und Chelsea fordern im Halbfinale. Wir haben ja noch einen deutschen Verein mit dabei, nämlich Borussia Dortmund. Die spielen gegen Manchester City heute Abend, haben das Hinspiel 1-2 verloren. Da hatte Marco Reus ja in der 84. noch spät ausgeglichen, aber noch später hat dann City doch noch das Siegtor in der 90. gemacht. Und heute Abend gibt es Liverpool gegen Real Madrid. 1-3 hier das Hinspiel aus Sicht von Liverpool. Das heißt, die beiden Heimteams heute, Dortmund und Liverpool, müssen jeweils mindestens mit 2 Toren Unterschied gewinnen. Das ist die Aufgabe. Das heißt, sie werden dementsprechend offensiv dann spielen müssen. Könnte so ein Abend für die Konferenz sein, muss ich sagen. Und wie sind sie in Form? Naja, also Liverpool hat jetzt gerade am Wochenende gegen Aston Villa den ersten Heimsieg wiedergeholt nach 6 Niederlagen. Das war ja diese horrende Serie in der Liga. Jo, Real Madrid geizt aber auch nicht. Die haben gerade den Clásico gewonnen gegen Barcelona, sind also auch dementsprechend gut drauf und heiß natürlich in der Champions League hier auch noch weiter mitzumischen. Und Dortmund kommt mit einem 3-2 in Stuttgart im Gepäck, wo sie das Spiel ja auch noch drehen konnten, während Manchester City verloren hat gegen Leeds zum ersten Mal. Seit langem mal wieder eine Niederlage für die Citizens, aber ich denke mal, die sind so gut auch drauf. Das wird ein hartes Stück Arbeit für den BVB. Trotzdem freue ich mich heute auf zwei tolle Spiele und gerade Dortmund in Liverpool zu Hause mit den Fans im Rücken. Ja, also gedanklich auf jeden Fall. Das könnte noch vielleicht interessant werden, ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden, heute Abend 21 Uhr die beiden Partien. Auf Sky gibt es Dortmund gegen City und auf The Zone gibt es Liverpool gegen Real. Sky außerdem noch mit der von mir schon angesprochenen Konferenz. Wer es noch ein bisschen kleiner mag, der findet im Vorprogramm ab 18:30 ein Nachholspiel aus der zweiten Liga, nämlich Osnabrück gegen Regensburg. Definitiv interessant im Abstiegskampf. Und das zweite Spiel, was eigentlich für heute angesetzt war, Kiel gegen Hannover, das muss leider erneut abgesagt werden, weil die Kieler wieder in Quarantäne müssen. Oder sind, die sind ja schon bereits. Das heißt, das wird also nichts heute, aber immerhin Osnabrück-Regensburg 18:30 aus der Bundesliga das zu sehen. Sonst so noch zum Fußball sei anzumerken, und zwar vom Frauenfußball. Da gibt es noch ein paar Mitteilungen von gestern. Jetzt hat der Nachbar hinten wieder das Licht angemacht. Wir haben gestern Olympia-Qualifikation gehabt. Die letzten beiden Playoff-Spiele fürs Frauen-Olympiaturnier. Jetzt sind wir komplett. Da haben sich gestern China qualifiziert gegen Südkorea und Chile. Nicht verwechseln, die haben es gegen Kamerun geschafft. Und damit sind wir komplett im Teilnehmerfeld der Frauen und auch der Männer. Und nächsten Mittwoch um 10 Uhr morgens wird ausgelost, da wird es dann auch fürs deutsche Team ernst, denn da geht es darum, wer werden denn die Gegner der deutschen Mannschaft dann in Tokio sein, wenn gespielt wird. EM-Qualifikation gab es bei den Frauen auch noch, da waren noch Playoffs offen, 3 Stück an der Zahl. Die deutsche Mannschaft war ja bereits qualifiziert als Gruppensieger. Hat gestern ein Freundschaftsspiel gegen Norwegen gewonnen, 3-1. Und in den Playoffs haben sich jetzt für die Frauen-Europameisterschaft noch qualifizieren können. Russland, Schweiz und Nordirland. Glückwunsch also auch an diese Teams.
Tennis in Monte Carlo konnte wieder gespielt werden, nach dem Regen vom Montag jetzt ein Spieltag absolviert worden am Dienstag. Und da ging es raus für Köpfer, raus für Struff und auch raus für Krawitz mit TKO im Doppel, die ausgeschieden sind gegen Tsitsipas und Tsitsipas, nämlich Petros Tsitsipas und Stefanos Tsitsipas. Und Stefanos Tsitsipas, der hat dann auch im Einzel gleich noch einen Sieg hingelegt und steht dort im Achtelfinale. Immerhin an 4 gesetzt ist er hier. Die Nummer 2, Medvedev, musste leider kurzfristig absagen, wird nicht spielen können bei diesem Turnier. Und dann fehlen uns noch die 1, die 3 und die 5. Und die gibt es heute ab 11 Uhr, nämlich Novak Djokovic, die 1, dann Rafa Nadal ist dabei, die 3 und Alexander Zverev, die 5. Also hochkarätiges Programm heute in Monte Carlo. Zverev bekommt es zu tun mit Sonego, aber erst so gegen Nachmittag ist das Spiel angesetzt. Und das Ganze gibt es ab 11 Uhr auf Sky Sport zu sehen. Tennis aus Monte Carlo. Handball, European League. Gestern gab es die Hinspiele im Viertelfinale mit unterschiedlichem Erfolg für die deutschen Teams. Die Magdeburger, die haben gewonnen, und zwar in Kristianstad mit 6 Toren Vorsprung in Schweden. Das ist ordentlich. Die Rhein-Neckar-Löwen haben verloren, ganz knapp in Tschechow in Russland mit einem Tor. Da ist im Rückspiel zu Hause noch was drin, würde ich sagen. Und die Füchse Berlin, das wird ein bisschen kniffliger. Die haben in Montpellier mit 3 Toren Unterschied verloren. Aber auch das ist jetzt noch nichts, was man nicht nur umbiegen könnte. Die Rückspiele finden dann in der nächsten Woche statt. Ich sag Bescheid. Deutsche Eishockeyliga, da muss ich die, ach Gott, jetzt habe ich die Tabelle hier gerade nicht zur Hand. Macht aber nichts, finde ich sofort raus. In der deutschen Eishockeyliga wurde wieder gespielt gestern, und da hat mich der geneigte Zuhörer und Schauer Peter Pan darauf hingewiesen, dass möglicherweise nicht mehr die komplette Saison ausgetragen werden kann. Denn wir haben ja noch Nachholspiele auf der Liste stehen. Wir schauen mal kurz drauf. Ich habe das jetzt ein bisschen optimiert, die Tabelle. Dahingehend, dass wir hier oben, na kommst du, hier oben jetzt mal die Teams, wo die Platzierung schon feststeht. Da sind die Punkte irrelevant. Wir haben also im Norden haben wir schon Berlin und Bremerhaven auf 1 und 2 eingeloggt. Und im Süden haben wir Mannheim, München und Ingolstadt auf 1, 2, 3. Die dürften, oder dann, da wird nichts mehr passieren. Die werden auf diesen Platzierungen ins Ziel gehen. Und die Punkte werden dann wieder interessant ab hier, wo es dann interessant wird. Wir suchen noch 2 Teams, die im Norden mit zustoßen. Wolfsburg hat sich jetzt wieder mit einem Erfolg da hochgeschoben. Und jetzt wird es interessant. Düsseldorf liegt jetzt 2 Punkte vor Iserlohn. Düsseldorf hat gestern gewonnen in Augsburg. Aber die Iserlohner hätten noch 2 Nachholspiele. Die werden sie vermutlich nicht mehr alle schaffen diese Woche. Also es wird jetzt sein, die spielen heute Abend. Spielen sie auch nicht. Straubing spielt heute noch Nachholspiel. Die haben auch noch 2. Das ist genau im Süden nämlich. Da haben wir 3 fix. Wir brauchen noch einen. Da läuft es auf Schwenningen oder Straubing raus. Augsburg nur noch mit sehr theoretischen Chancen nach der Niederlage von gestern. Und auch hier die Kölner, denen gebe ich nicht mehr sehr viel. Da unten kommen irgendwo Nürnberg und Krefeld. Aber die haben wir eh schon abgeschrieben. Heute Abend 20.30 Uhr Köln gegen Straubing. Das ist noch wichtig hier. 18.30 Uhr Berlin gegen Nürnberg. Das ist für die Playoffs dann irrelevant an der Stelle. Beides auf Magenta Sport zu sehen. Und wenn jetzt dann die Woche rum ist, weil nächste Woche Playoffs losgehen sollen, dann wird der Punkteschnitt herangezogen zur Ermittlung der Position. Und da wäre momentan Iserlohn knapp vor Düsseldorf, weil sie haben zwar 2 Punkte weniger, aber auch 2 Spiele weniger. Die sollen aber, soweit ich es jetzt mitbekommen habe, noch mindestens eines dieser Nachholspiele austragen können in dieser Woche. Ob das klappt, werden wir sehen. Also da dürfen sich nun die Düsseldorfer nicht in trügerischer Sicherheit wiegen. Das könnte zwischen den beiden noch sehr, sehr eng werden, weil da momentan die anderen vorne liegen. Aber wie man das jetzt mit dem Punkteschnitt grafisch gescheit darstellen kann, wusste ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich könnte eine Liste machen, wo ich die Punkteschnitte hinschreibe, aber das ist auch so ein bisschen nicht mehr der Sinn eigentlich ja dieser Tabelle, wo man die Abstände erkennen kann. Momentan ist es so. Es wird auf jeden Fall noch spannend werden. Wenn die nächsten Partien dann rum sind, werde ich nochmal Bescheid geben. So. Danke auf jeden Fall an den Peter Pan für diesen Hinweis. Volleyball-Bundesliga der Frauen geht weiter heute Abend um 18 Uhr auf Sport 1. Live das zweite Finale zwischen Stuttgart und Dresden. Die Stuttgarterinnen haben dort ja das erste Spiel bereits gewonnen. Führen also in der Serie mit 1 zu 0. Best of 5 wird gespielt. Heute könnten sie zu Hause den zweiten Sieg folgen lassen. Und Basketball-Bundesliga haben wir heute Abend noch. Um 19 Uhr gibt es Bamberg gegen Vechta und Chemnitz gegen Crailsheim. Und um 20:30 Uhr gibt es Hamburg gegen Oldenburg. Die Partie Würzburg-Frankfurt ist verlegt worden, und die Spiele gibt es natürlich auf Magenta Sport live zu sehen. Und ich möchte schließen mit den Kommentaren des Zuschauers Elia oder Elijah, weiß ich nicht, der mein Video von gestern kommentiert hat mit den Sätzen: Was ist das denn? Wie bin ich hier gelandet? Aber ganz ehrlich, kein schlechtes Video.
Und das trifft so ziemlich genau das, was ich mir eigentlich erhoffe, dass jeder von euch, die mir hier gerade zuschauen, irgendwie mal durch einmal falsch klickweise abgebogen und schon seid ihr da. Und idealerweise hört ihr euch das hier an, was ich da gerade erzähle. Und idealsterweise sagt ihr am Schluss, naja, so schlecht war es gar nicht. Das würde mich freuen. Und da bedanke ich mich immer wieder, wenn das der Fall ist. Kommt vorbei, abonniert das Ding. Liked das Video, empfehlt es weiter, kommentiert es gerne, gebt mir eure Meinungen, Fragen, Anregungen weiter. Da freue ich mich drüber und ich kann eins versprechen, ich bleibe. Tschüss, bis morgen.